Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tech Corporation hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind dabei oder haben hier nochmal wieder einen neuen Auftrag angenommen. Den müssen wir jetzt erstmal in der Factory einstellen. Das heißt, wir werden jetzt natürlich hier die Display-Geschichten, wo 17,5K von da sind, umstellen, dass jetzt hier dann die Produktion auf erstmal Bluetooth geht, damit wir damit erstmal durch sind, dass wir das gebaut haben dann bis dahin. Und dann werden wir natürlich die Produktion auf Audio umlenken müssen. Bild, so, haben wir jetzt Display, haben wir hier, CPU, Bodycase. Ist immer noch Display Assembling, Moment, machen wir mal ganz kurz Play, ja genau. Dann haben wir hier erstmal die vier Fabriken, die hierfür arbeiten. Da ist natürlich dann meistens nie genügend Material da jetzt für die Fernseher, aber... wir produzieren unseren Fernseher noch und unser Fernseher wird auch noch fleißig, also er wird noch verkauft. Das ist wirklich unglaublich, dass wir das jetzt so noch haben hier. Finde ich ganz gut. Also wir haben 30.000 Einheiten davon verkauft vom STP3 und wir könnten theoretisch jetzt den STP4 als eigentlich, oh, das wieder, dazu holen. So, Research. Was könnten wir ihm denn noch geben hier? Mach einfach alles Mögliche, ne? Night Vision, Autofokus, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was man hier so unbedingt jetzt. Wie wäre es denn mit Videoeditor? Keine Ahnung, den irgendwann mal brauche. Select the Blueprint, ist kein Blueprint da gerade? Okay, Moment. Dann machen wir doch hier ein neues Blueprint. Start mal Michael Johnson. Fängt mal an hier, du arbeitest. So, und das Freischalten war ja hier. So, Video Streaming kann ich nicht, Audio Streaming kann ich nicht. Brauche ich jeweils noch. Optimizing-Module brauche ich jede Menge von. Also dann arbeite mal da dran. Natürlich noch Components, dann müsst ihr ja gleich loslegen. Einer müsst ihr jetzt hiervon kriegen und dann müsste es losgehen. Aber dann müssen wir natürlich auch die hier einstellen. Das heißt, wir brauchen unbedingt mehr Teams, die dafür arbeiten, ne? Und mehr Programmierer. Aber ich kann, glaube ich, hier, so also hier kriege ich jetzt irgendwo meinen Schreibtisch rein und nichts. Das ist alles vollgemüllt hier. Schade eigentlich. Na gut, okay. Also wir brauchen das nächstgrößere Büro irgendwann. Da müssen wir hinkommen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bluetooth haben wir jetzt auch mehr als genügend. Hier unten sind noch Parts available. Okay. Gut, working, working, idle. Du machen wir Break. So, Pause, Factory. Bluetooth können wir jetzt so umstellen. Da haben wir jetzt erstmal genug. Und produziere mir Audio-Komponenten. So, Bluetooth haben wir genug. Stop, produce, Audio Components, Bild, fertig. So, die beiden Fabriken sollten das dann wunderbar hin. Ich hätte gerne irgendwie noch die Möglichkeit, da doch noch eine mehr mit dazwischen zu stellen. Kann ich die Move Machine, kann ich die hier irgendwie noch ein bisschen so hinstellen? Move Machine. Noch eine Produktionsmaschine da dazwischen kriege. Könnte klappen, ne? Also hier geht noch eine hin. So, dann ist aber auch Schluss. Gut, dann produzierst du mir jetzt auch mal gleich Audioteile hier, damit wir da genügend von kriegen. So, und ab dafür. So, jetzt könnte es passieren, dass die Displays unter der geforderten Menge fliegen. Ja, das habe ich mir fast passend so gedacht, dass das passiert. Heißt also, nee, du machst mal dann auch die schönen Displays. So, damit das dann da einigermaßen stabil bleibt. Gut, die Produktionskette, die nimmt natürlich dann hier, die nimmt natürlich richtig was raus hier, aber gut, das ist halt so. Aber dann sehen wir, dass unsere Factory ganz gut funktioniert und wir dann quasi den nächsten Fernseher, wenn wir ihn dann zusammenstellen, auch wirklich hier selber produzieren können. Und das werden wir demnächst auch machen. Die Displays gehen immer noch runter. Dafür haben wir 7K Audio. Ja, wir produzieren mal bis 16K Audio und dann werden wir hier ein paar mehr Displays machen. Junge, 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 Junge. Da geht aber richtig was. Da müssen wir ja etliche von diesen Fernsehern jetzt im Lager haben. Moment, wir gucken mal ganz kurz ins Office.
Ja, wir haben 10.000 Einheiten im Lager, also okay. Dann würde ich mal sagen, würde die jetzt hier mal Cooldown machen und mal nichts produzieren. Ich glaube, dann sollte jetzt auch relativ schnell sich dort genügend Displays einstellen, die wir dann haben. Da macht er jetzt noch was. Der produziert doch nicht mehr, oder? Ja. Der sollte jetzt erstmal nicht produzieren. Gut. Da müssen wir nachher gucken, dass wir dann den nächstbesten Fernseher, den wir dann haben wollen, auch wirklich hinkriegen. So, jetzt macht er erst. Naja, gut, dann macht er erstmal da, produziert er mal ein bisschen was. Wir haben jetzt, wie viel haben wir denn davon, wenn ich das jetzt freischalten will? Blueprints machen. Oh, ich kann Blueprints machen. Das ist sehr gut. Start. Michael Johnson, du musst jetzt leider Gottes erstmal in die Pause gehen. Und du musst leider auch in die Pause gehen. Gut. Kann ich denn jetzt noch eigentlich hier nochmal unseren Fernsehen? Nö. New Ad Campaign kann ich noch nicht. Okay, das ist noch nicht freigeschalten. Ein Add-on haben wir schon kreiert. So, gucken wir doch mal weiter hier. Add-ons. Ich würde ja gerne noch das Add-on Touch ID. Kann ich nicht, kann ich nicht. Habe ich hier irgendwas, was ich schon kann? Ich könnte die Automatic Backup Data, könnte ich machen. Unterstützt zwei Plattformen. Dann hätten wir schon mal eins, aber ich kann das wahrscheinlich nicht an dem Fernseher anbauen. DVD-Player will ich unbedingt haben. DVD-Player und Battery Saver, da hoffe ich drauf, dass das geht, dass das funktioniert. OK-Player, also da ist natürlich dann hier, da gibt es dann jede Menge, was ich dann anloggen kann mit einmal. Multiple Controllers könnte ich auch anloggen. Gut, das ist erstmal nicht mehr das Schlimme, das kostet nicht so viel, aber ich kann jetzt wahrscheinlich die beiden Add-ons nicht. User Saver Badge, Battery Saver, Stats. Sell Add-on, ich will es ja nicht verkaufen. Kein Problem. Verstehe ich noch nicht. Okay. Ich will es ja jetzt in unseren, keine Ahnung, wir können ja mal gucken, ob ich jetzt beide da reinkriege in einen von unseren Fernsehern. Wird ja möglich sein. So, hier, das können wir dann erstmal abliefern. So, das ist schon mal gut. Dann gibt es einen neuen Auftrag. So. Jetzt haben wir jetzt alle 10.000 Fernseher schon verkauft wieder? Tatsache. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Dann produzier du mal wieder. Dürfte hier genug Material jetzt hier rumliegen zum Produzieren und Plastik ist ganz schön weit ausverkauft worden. Da werden wir mal 2,5 Millionen nachkaufen. So. So, sehr schön. Gut. Was haben wir denn schon mal wieder? Erstmal ein bisschen Plastik denn hier. Das können wir dann closen. Das können wir closen. Hier ist noch wieder was Neues available. Blueprint können wir auch closen. Das können wir mal annehmen. Da brauchen wir Batterien. Produzieren uns mal Batterien und produzieren uns mal Batterien. So, das sollte ihr dann erstmal die 4K Batterien dann noch dazu kriegen. Den Auftrag da machen, das haben wir. Okay, gut, dann haben wir hier erstmal wieder dafür gesorgt, dass alles läuft. Und wir wollen jetzt natürlich ein neues Produkt machen, einen neuen TV. Und zwar haben wir hier den Generation 4. Haben wir immer noch nicht in groß. CPU haben wir Generation 4, Audio Generation 4, Material Generation 4. Das sollte auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr bringen. Das ist dann der STV4. Oh, wie wird denn die 4 richtig geschrieben im Englischen? So, ne? So, und die Brand ist natürlich der Steel TV Select Brand. So, okay. Gut, hier kann ich noch keine Add-ons dazu klicken. Hier kann ich dann die Farbe auswählen. Wir machen mal so ein schönes Grün und so ein hässliches Blau. Nee, dann nehmen wir den als. Ach, das Grün, das sieht echt nicht gut aus. Komplett Gelb ist aber auch nicht gut. Nehmen wir mal komplett Schwarz. Die Knöpfe, die werden nicht schwarz, ne? Schade. So, dann ziehen wir den hier rüber. Ich würde gerne auch die Verpackungsfarbe vielleicht ein bisschen anpassen wollen, aber darf ich nicht. So, Foto, steht da gut drauf, wunderbar. Ich drehe mal noch ein bisschen so ein. Sieht da besser aus. Sieht gut aus.
So, fällt fast gar nicht auf, dass er hier drauf ist. Next. Marketing, Budget, ja, machen wir ruhig 100.000. So, wir machen dann hier einen Commercial, wir machen hier ein Event. Das Event werden wir gleich mal mit 30.000 aufschlagen. Dann werden wir das Commercial-Ding, wenn wir 70.000 machen, und hier werden wir noch einen Trailer machen. Naja gut, der braucht eigentlich auch nicht allzu viel, der kriegt auch 30.000. So, next. So, dann hätten wir jetzt hier, ja, nur warum nicht? Und warum nicht? So, dann haben wir jetzt so richtig Geld ausgegeben hier für unsere ganzen Stars und Sternchen. Der Fokus sollte auf Epic liegen. So was Episches werden hier. So, sehr schön. Der World Cup oder der Super Bowl. Wir nehmen mal den World Cup heute. Ja, how can I help you? Wir wollen 30 Tage Ads für 30 Kilo. Send Offers. Offer 30 Tage. 45.000. Accept Offer. Accept. So. Okay. Der Trailer für den STV4 soll sein, dass wir die Hardware bestimmen. Das Ganze soll ein bisschen seriös wirken und 120 Sekunden lang sein. So, ich konnte keine Add-ons anbauen. Bundles. Verstehe ich nicht. Habe ich noch nicht kapiert. So. You can now look for some hardware contracts. Geht das schon wieder los? Momentchen, Pause. So. Ihr stoppt mal den Task und geht mal ganz kurz darauf, dass ihr das hier produziert. Sehe ich nicht. Wieso ist denn, was ist denn? Wie sieht's, meine Add-ons schon wieder gesperrt? Oh, da ist ein Bug drin. Oh, da ist ein fieser Bug drin. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Da ist ein fieser Bug drin. So. Software ist fertig. Select Task. Machen wir doch 10 weiter die erstmal. So. Auch wenn du eigentlich die Units jetzt brauchst, aber du hast jetzt, da müssen wir ein paar Stück von produzieren. Das ist ganz bitter, weil das ja, hat jetzt hier wieder ziemlich viele Sachen ausgemacht und oh, das ist natürlich, das ist ein fieser Bug. Der ist wirklich fies, der gefällt mir gar nicht. Das ist natürlich nicht schön. Gut, aber okay, wir werden dann den hier annehmen mit. Achso, annehmen wollte ich ihn eigentlich. So. Schade. Data Creating Module. Muss ich jetzt Start Creating Modules. So, okay. Release one product with add-ons. Okay. Dann sind wir wenigstens jetzt auch wieder an der gleichen Stelle hingekommen, aber das ist natürlich wirklich nicht schön. Also da muss ich wirklich sagen, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, wenn das so passiert, dass wir dort solche Sachen machen müssen. So, Storage müssen wir machen. Also Stop Production, Produce Storage. Bitte. Und hier wird jetzt dann auch STV4 wird produziert, ne? Production Progress, da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen was machen. Storage. Ja. Und hier müssen wir mal Stop Production, Produce, diesen hier. Und STV3 wird dann quasi archiviert. Der ist dann durch. Der hat sein Geld verdient. Das ist aber auch nicht schlecht. Da haben wir etliche Millionen mitgemacht, denke ich mir mal. Das läuft schon ganz gut. So, dann brauche ich bei den Komponenten, warte mal, was das ist.
alles hier unten für den. Dann heißt hier Display brauche ich jetzt gerade nicht mehr so viel. Dann machst du mir auch erstmal Storage Units. Und du machst mir Inputs. Die habe ich noch nie gemacht. Gut. Dann haben wir auch die ersten Inputs auf Lager liegen. So, bis jetzt haben wir noch nirgendwo Gold gebraucht, ne? Interessante Sache. Naja. Gut. Okay, Produktion ist aber auch im Progress, also da geht was. Marketing. Oh ja, meine Marketing-Tante muss ich ja noch ansetzen. Stimmt. So, okay. Gut, 60 Tage sind fast um. Jetzt habe ich die Marketing-Tante echt vergessen. Das Marketing ist natürlich jetzt echt hinterher. Ja. Ja, wollte ich beim Marketing natürlich nichts mehr machen. Ah, verdammt. Boah, da kommt der Fernseher schon. In den Markt. Marketing-Score 2%. Okay. Keine Ahnung. So, aber das mit den Add-ons habe ich immer noch nicht verstanden, wie ich jetzt Add-ons da dran kriege. Da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Jetzt müssen wir noch ein paar Kameras produzieren. Ist auch kein Problem. Gehen wir mal ganz kurz hier da in die Fabrik. Inputs brauchen wir gerade nicht mehr. Produziere mir noch ein paar Kameras. Bild. Storage brauchen wir nicht. Produziere mir Kameras. Bild. Und hier brauchen wir auch kein Storage mehr. Produziere mir Kameras. Bild. So, sollte relativ schnell gehen. So, okay, jetzt müssen wir sowieso hier erstmal gucken. Also den können wir erstmal rausschmeißen. Das haben wir fertig. Das ist auch gut. Emoji. So, den archivieren wir und hier sehen wir. Oha, die Verkaufszahlen, die sind ja wohl nicht mal so gut, wa? Eieieiei. Das war, glaube ich, gar nicht mal so gut. Nochmal neu aufblättern hier. Warte mal, Brands. 19 Einheiten verkauft. Oha. Den haben wir mal ordentlich verkackt. Den Fernseher, den haben wir mal ordentlich verkackt. Der wird seine Kosten nicht einspielen. Da müssen wir unbedingt ein neues Modell denn nachbauen. Aber macht nichts, den lassen wir so lange. Den verkaufen wir dann ab hier. Drei Einheiten am Tag verkaufen oder eine. Ist der ein paar Tage drinne. So, Voice to Text, so du idelst hier rum, weil du kein Blueprint hast. Das kann ich dir erstmal direkt abnehmen, dass das nicht mehr machen musst. Du idelst rum, weil du hier die Hardware Utilities Level 5 noch nicht hast. Aber wir können hier jetzt erstmal Desktop Hardware Tech Generation noch ein bisschen durchgehen. Wir brauchen noch die Kameras, das machen wir noch fertig in dieser Folge und dann ist erstmal Schluss. Oder müssen wir uns über unseren recht schlechten Fernseher natürlich ärgern und definitiv jetzt die Pause bitte, die Produktion hier einstellen, weil davon haben wir mehr als genug im Lager. Shit, verdammte. Gut, wir liefern das noch aus hier, bekommen hier unser Geld dafür, dass wir den Auftrag noch fertig haben und ich hoffe, dass dieser Bug, der da war, nachdem wir dann einen Fernseher gemacht haben, dass der nicht wieder auftritt, wenn wir den nächsten Fernseher machen. Das wäre schade, weil das ist dann so ein bisschen für mich doch Aha, okay. Also müssen wir das eine Plattform kreieren für. Achso, das könnte man, Videoteil könnten wir, aha. Audio könnten wir. Phone geht noch nicht, Konsole geht noch nicht, okay. Okay, gut. Also da können wir dann natürlich auch noch andere Produkte herstellen. Früher oder später. Oh, die Pause jetzt schon wieder raus? Merkwürdig. Wir sind in Woche 121. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.